Ich bin Jana. Ich bin Erzieherin in der Lorenzini-Kunstkita in Hamburg. Wir arbeiten nach dem Reggio-Ansatz. Das bedeutet, dass wir der Überzeugung sind, dass jedes Kind sich selbst bilden möchte, aus seiner inneren Motivation heraus. Das heißt, dass jedes Kind sein eigenes Lerntempo vorgibt, dass es quasi sein erster Zieher ist. Wir sind bei der ganzen Sache eigentlich ein bisschen unwichtig und Statisten, bei denen die Kinder einfach beobachten können, was sie lernen wollen. Das ist auch eine Besonderheit eigentlich in der Reggio-Pädagogik, dass der Raum der dritte Erzieher ist. Das heißt, dass ich immer eine vorbereitete Umgebung für die Kinder schaffe, alles schön vorbereite, den Tisch quasi lecker decke, sodass die Kinder total Lust drauf haben, von alleine da dran zu arbeiten. Das Angebot bezieht sich auf die mathematische Frühförderung der Kinder. Beim Messen und Wiegen der Linsen bilden sie ein frühes Mengenverständnis durch die unterschiedlichen Gefäße. Das ist wichtig für den späteren Zahlenerwerb in der Schule. Die Kinder haben ein unterschiedliches Alter, das heißt, sie arbeiten alle noch an unterschiedlichen Themen. Carlotta erfindet gerade für sich ein Mengenverständnis, das haben Paul und Ainoa zum Beispiel schon erworben. Die sind jetzt bereits in den Strukturen des Materials unterwegs und in Gewichten. Es schmeckt nicht? Nee. Weißt du denn, was das ist? Das sind Linsen, ne? Ja. Die schmecken nicht. Nein. Das Angebot kann von 5 Minuten Aufmerksamkeitsspanne der kleineren Kinder bis hin zu fast einer Stunde bei den Dreijährigen anhalten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie das Thema die Kinder fesselt, wie ich das Thema präsentiere. Ich habe bei dem Angebot mehrere Utensilien nachbereitet. Ich habe zum Beispiel das Glas mit den Linsen nachher noch hereingegeben, um einen neuen Spielimpuls zu geben. Und das ist auch mit der Waage genau das Gleiche. Der Impuls wird verlängert und verstärkt, sodass etwas Neues, Interessantes hereintritt. Dieses Angebot kann man eigentlich in jede Richtung abwandeln. Das fängt an beim Material. Ich habe jetzt kleinere Linsen genommen. Wir können dazu genauso Sand nehmen oder größere Bohnen. Für die kleineren nehme ich gerne größeres Material, weil das nicht so schnell verschluckt werden kann. Bei den ganz großen hätte ich auch kein Problem damit, Sand auf dem Leuchttisch auszubreiten. Wahrscheinlich würde gerade beim Sand dann auch noch eine Malsituation hinzukommen, sodass sie im Sand, der auf dem Leuchttisch verteilt ist, Muster erkennen und diese da hereinbringen. Das Thema Leuchttische spielt bei uns eine große Rolle, weil es den Kindern die Möglichkeit bietet, die Utensilien, die auf dem Leuchttisch zum Beispiel liegen, durch mehrere Perspektiven in ein räumliches Bild zu bekommen. Das ist auch später im schulischen Bereich gerade noch wichtig, weil dieses räumliche Verständnis für die Geometrie zum Beispiel sehr wichtig ist. Das Angebot wird beendet, indem ich die Kinder ganz genau wahrnehme, ob das Interesse einfach noch vorhanden ist. Meistens gehen die Kinder von alleine aus der Situation, wenn sie merken, für mich ist jetzt hier einfach nichts mehr zu lernen, dann ziehen sie sich zurück. Wenn das bei allen Kindern so ist, was meistens der Fall ist, da ist so ein Mitläufereffekt entsteht dann, dann räumen wir einfach zusammen einmal auf. Dann werden die Linsen nochmal zusammengefegt und die Kinder helfen beim Aufräumen, was sie sehr gerne machen, weil sie dabei wieder neue Dinge erfahren können für sich.